Ich werde keine PowerPoint machen, weil es wurden uns 20 Minuten vorgegeben und dann kann ich garantieren, dass ich die nicht einhalten kann, wenn ich irgendwelche Grafiken auflege. Da läuft die Zeit davon. Deswegen habe ich den Text geschrieben und ich werde mich auch weitgehend daran halten, zumal die Organisatoren dieser Tagung ja die Tendenz haben, das alles zu verschriftlichen zu wollen, und dann hat man schon mal was geschrieben. Das ist ja dann sehr praktisch. Außerdem sehe ich das so, dass es eine Arbeitsteilung zwischen dem Uwe Witt gibt und mir. Ich bin für die düstere Bestandsaufnahme zuständig und er wird mit der These, dass der European Green Deal nun wirklich nichts, aber auch gar nichts mit sozial-ökologischer Transformation zu tun hat. Und er wird dann hoffentlich Belege bringen, dass eine solche trotz alledem möglich ist. Jedenfalls, das wäre die gewünschte Dramaturgie. Ich vermute, dass ihr alle irgendwie die zentrale Information mitbekommen habt, dieses Umweltprogramm der UNO in Vorbereitung für die COP28-Veranstaltung vor zwei Wochen, Mitte November veröffentlicht hat, den sogenannten Emission Gap Report. Danach ist es so, dass wir uns auf einem Pfad zu durchschnittlicher Erderwärmung von circa oder knapp 3 Grad Celsius am Ende dieses Jahrhunderts befinden. So heiß war der Planet, nur zu eurer Information, zuletzt vor 3 Millionen Jahren. Da gab es noch nicht mal eine Frühform des heutigen Menschen auf diesem Planeten. Nur zur Einordnung dessen, was da auf uns zukommt. 3 Grad Celsius Durchschnittstemperatur bedeutet aber, dass über großen Landmassen in Afrika, aber auch in Europa, der Temperaturanstieg dann auf 4 bis vielleicht sogar 5 oder noch mehr Grad Celsius hochklettern wird. Und das ist in der Tat ein Rezept für das absolute Desaster, weil es würde nämlich bedeuten, dass in dieser Zeit definitiv deutlich mehr Erdsysteme kollabieren werden, als bislang von den Klimaforschern prognostiziert. Nun, dieser Emission Gap Report, dessen Daten, wie gesagt, seit November vorliegen, hat außerdem festgestellt, dass keines der großen Industrieländer seine Emissionen so reduziert hat, dass das 1,5 Grad Celsius Ziel bis 2030 irgendwie noch zu halten wäre. Das können wir schlicht vergessen. Aber selbst eine Begrenzung der durchschnittlichen Erderwärmung um 2 Grad Celsius würde voraussetzen, dass in den kommenden 7 Jahren genau 30% der CO2-Emissionen eingespart werden müssen. Damit ist aber auch nicht zu rechnen. Noch weniger ist mit einer Wende bei der rasant fortschreitenden Vernichtung von Biodiversität zu rechnen. Denn außer dass in den vergangenen Jahren bereits eine beispiellose Entnahme von Stoffen aus der Erdkruste und aus den Meeren stattgefunden hat, und das bedeutet eine rasant zunehmende Vernichtung allen Lebens, müssen wir halt auch im Kopf behalten, dass 74% des exzessiven Ressourcenverbrauchs im Zeitraum von 1970 bis 2018 durch die reichen Industrieländer verursacht wurde, in denen gerade mal 16% der Weltbevölkerung leben. Dieser Hinweis erfolgt hier nicht in der Absicht, zum wiederholten Male daran zu erinnern, dass vor allen Dingen die reichen Staaten des globalen Nordens, respektive dessen, was man auch als den politischen Westen bezeichnen kann, verantwortlich sind für den bevorstehenden ökologischen Kollaps. Und deswegen vor allen Dingen sie ihre Ressourcen radikal zurück, den Ressourcenverbrauch radikal zurückschreiben müssten. Dieser einleitende Hinweis von mir soll vor allen Dingen in Erinnerung rufen, dass in der EU nicht allein
klimaschädliche Gase rasant schnell und im großen Umfang auf Null abgesenkt werden müssten, sondern auch der Ressourcenverbrauch um mindestens die Hälfte zu reduzieren wäre. Absehbar ist indes, dass nichts von alledem geschehen wird. Nach den Daten des UN-Umweltprogramms, das hat im November noch einen zweiten Report vorgelegt, in Ergänzung zum Emission Gap Report, den Production Gap Report 23. Danach planen fast 20 Staaten, die zu den wichtigsten Produzenten von fossilen Energieträgern gehören, darunter an vorderster Spitze die 10 reichsten Länder dieser Welt, allesamt Maßnahmen, die zu einem Anstieg der Kohleproduktion bis 2030 und zu einer weiteren Steigerung von Öl- und Gasproduktion bis 2050 führen werden. Als Klimabomben hatten Reporter des Guardians diese tödlichen Waffen im Krieg gegen den Planeten schon letztes Jahr in einer Recherche bezeichnet. Dieser Krieg droht zu einem Endgame zu werden, nicht zuletzt, weil fast alle Aktivitäten, die eine Energiewende einleiten sollen, mit einem nochmals gesteigerten, nahezu gigantischen zusätzlichen Ressourcenverbrauch einhergehen. Und das ist etwas, was bei der Debatte über den European Green Deal in der Regel nicht oder wenn dann nur by the way erwähnt wird. Das ist der Hintergrund, vor dem sowohl die Absichten wie die Erfolgsaussichten des European Green Deal zu beurteilen sind. Aus der Nebelkerze European Green Deal des Jahres 2019 ist unter den Bedingungen der geopolitischen Neuausrichtung der EU respektive ihrer neuen oder, wenn man Werner Rögemer folgt, eher alten Rolle als Vasall US-amerikanischer Geopolitik mittlerweile ein Fake Deal geworden. So lautet jedenfalls die These meines Diskussionsbeitrags. Und dann können wir später diskutieren, ob da was dran ist oder nicht. Die marktkonformen Mechanismen, auf denen der European Green Deal beruht, und die fragwürdigen Verrechnungsoperationen, mit denen die EU Netto-Null-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte erreichen will, mögen vielleicht im Rahmen des Handels mit CO2-Zertifikaten zu buchhalterischer Klimaneutralität für einzelne Produktionswege führen. Zu einer substanziellen Emissionsreduzierung wird dies aber nicht führen. Im günstigsten Fall könnte durch eine schnelle und massive Umlenkung privater und öffentlicher Investitionen in Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie zumindest die Emissionsintensität gesenkt werden. Heißt mit anderen Worten, CO2-Emissionen pro erwirtschafteten Euro, Dollar oder pro Einheit des Bruttosozialprodukts. Mehr aber auch nicht. Allerdings würde das bedeuten, dass Veränderungen im Sinne von geringerer Emissionsintensität auf der Output-Seite unseres industriekapitalistischen Wirtschafts- und Sozialsystems, also bei den Schadstoffen, mit einer dramatischen Verschärfung aller Probleme auf der Input-Seite des Systems einhergehen, also bei den Ressourcen. Denn der Ausbau von Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie wird zusammen mit der Elektrifizierung von Verkehr und Wärmeversorgung auf der Ressourcenseite, vor allen Dingen bei den Mineralien, zu einer nochmaligen Steigerung der geochemisch-biologischen Belastungen des Planeten führen. Also zu einer Krise oder man kann auch sagen, richtiger, zu einem Kollaps der Biodiversität. Und das ist es, was in der Debatte über den European Green Deal in der Regel überhaupt nicht vorkommt. Das Ziel dieses European Green Deal war es niemals, weniger Energie als bisher zu erzeugen. Im Gegenteil, um den Energiehunger einer weiter wachsenden Wirtschaft zu befriedigen, soll deutlich mehr, viel mehr Energie bereitgestellt werden. Nur sollte die eigentlich zukünftig grüne Energie sein.
Heute aber gilt es als zunehmend hinnehmbar, auch für die deutschen Grünen, wenn sich Energie mit einigen Tricks als clean oder sauber klassifizieren lässt. Grün muss diese Energie nicht mehr sein. Mit einem schnellen Ausstieg aus der Abhängigkeit von Kohle, Gas und Öl oder gar Atomenergie darf diese Vision einer Elektrifizierung des Kapitalismus keineswegs gleichgesetzt werden. Konzipiert war der European Green Deal ursprünglich ja, ich will daran erinnern, als ein Programm zur Erschließung und Verteidigung von Märkten und Marktanteilen für europäische Unternehmen auf dem Weltmarkt. Als eine zeitgemäße Form der Technologieführerschaft, die diese Unternehmen früher einmal hatten. Der rasche und massive Ausbau von Wind und Solar sollte europäische Unternehmen in die Lage versetzen, die technologischen Standards und damit auch die Preise für die Energieversorgung von morgen zu setzen. Zugleich war damit die Vision verbunden, durch transkontinentale Stromnetze außereuropäische Energielieferanten und Stromnutzer an die EU zu binden. Denn wie Pipelines für Öl und Gas erzeugen auch Stromnetze geopolitische Abhängigkeiten unter den beteiligten Staaten. Von dieser Vision technologischer Souveränität, wie Macron das einmal genannt hat, muss sich die EU vermutlich verabschieden. Denn mit den geopolitischen Entwicklungen der letzten 2 Jahre ist diese Vision definitiv zu einer Chimäre geworden. Doch bevor ich ein wenig mehr auf diese geopolitischen Aspekte eingehe, möchte ich zunächst an einige Versprechen des European Green Deal erinnern, die bereits gebrochen sind. Erstens, im letzten Monat hat das Europäische Parlament einen Gesetzesvorschlag gekippt, der Menschen und Natur ein wenig besser vor tödlichen Pestiziden schützen sollte, wie sie vor allem in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Zweitens auch ein Gesetz, das die Flut des Verpackungsmülls zumindest eindämmen sollte, der inzwischen bei knapp 200 Kilo pro Person in der EU liegt, wurde nach intensivem und aggressivem Lobbying der Industrie, aber auch vor allen Dingen der Fastfood-Ketten schlicht storniert. Drittens, der European Green Deal sieht nach wie vor keine Regelung vor, die exzessive Produktion und den entsprechenden Konsum von tierischen Produkten zumindest einzuschränken. Viertens, ebenso wenig wurden Geh- und Verbote erlassen, um die Produktion von haltbaren, reparierbaren, wiederverwendbaren, vollständig recycelbaren Produkten zu erzwingen. Fünftens, nach wie vor ist es unvorstellbar, dass es jemals zu einem Auslaufen der exportorientierten gemeinsamen europäischen Agrarpolitik und zu einer Bindung von Subventionen für Landwirte an solche Produktionsbedingungen kommt, die weder natürliche Habitate noch die menschliche Gesundheit schädigen. Sechstens, auch Verbote für Chemikalien, deren Unschädlichkeit für Mensch und Natur nicht nachgewiesen werden können, stehen nicht zur Debatte. Ebenso wenig, neuntens, ist etwas auf dem Tisch, was in irgendeiner Weise eine Regelung der erwartbaren künftigen Wasserkrise, die vor allen Dingen in Deutschland, das will ich auch noch mal betonen, ganz große Dimensionen annehmen dürfte, durch ein angemessenes Wassermanagement in irgendeiner Weise zumindest einleiten würde. Und achtens, im wichtigen Verkehrssektor scheint eine ökologische Wende schlichtweg ausgeschlossen zu sein. Dass nun dort massiv in Elektromobilität investiert werden soll, darf eher als ein vermutlich missglückender Versuch verstanden werden, die europäische Automobilindustrie, koste es, was es wolle, gegenüber den wettbewerbsfähigeren chinesischen Produkten zu schützen. Aber im ökologischen Sinne war Elektromobilität als private verstanden ohnehin nie eine Alternative. Ein Ziel, das für jede sozial-ökologische Transformation zentral sein müsste, stand zu keinem Zeitpunkt im Fokus des European Green Deal, nämlich die Absicht, sowohl den Energieverbrauch in der EU
als auch den Ressourcenverbrauch in schnellen Schritten drastisch zurückzufahren. Daher verwundert es nicht, dass der bisherige Ausbau von erneuerbarer Energie nur die stetig wachsende Energienachfrage abgedeckt hat. Der Verbrauch fossiler Energie aber faktisch nicht gesunken ist. Das gilt insbesondere auch in Deutschland. Nach allen vorliegenden Prognosen wird dies aber auch in den nächsten Jahrzehnten nicht anders sein. Beim jetzigen Ausbaustand und auf der Grundlage der vorliegenden Planungen ist nach Daten von EMBER, einem international anerkannten Think Tank für Energiepolitik, damit zu rechnen, dass bis 2030 gerade einmal 50% der Menge an Wind- und Solarenergie vorhanden sein werden, um, wie in Aussicht gestellt, ca. 60% des Stroms in der EU aus erneuerbaren Energiequellen beziehen zu können. Allein die kleinen Länder Dänemark, Niederlande und das große Spanien dürften an die für 2030 notwendige Marge bei Wind- und Sonnenenergie herankommen. Nichts deutet darauf hin, dass die 50% Lücke bis 2030 in den Folgejahren bis 2050 schneller geschlossen werden könnte. Folglich werden fossile Energieträger auch 2030 noch 25% der Elektrizität in der EU liefern. Und sie werden selbstverständlich auch weiterhin für alle Zwecke benutzt werden, die nicht auf Basis von Strom organisiert werden können. Die Kohleverstromung wird sich in der EU gegenüber 2018 voraussichtlich gerade einmal halbieren, wobei 90% des Strommix, der bis 2030 weiterhin mit Kohle produziert wird, auf nur 7 EU-Mitgliedstaaten entfallen wird. Auf Deutschland, Polen, Tschechien und einige kleine osteuropäische Staaten. Beim Gas, so die Prognose von EMBER, bleibt fast alles beim Alten, außer dass Italien, Belgien und Deutschland deutlich mehr Gas für ihre Elektrifizierung verwenden werden. Das wird aber dann vermutlich aus den USA und nicht mehr aus Russland bezogen werden. Kurzum, erstes Zwischenfazit, der European Green Deal steht im Großen und Ganzen für die Elektrifizierung von möglichst allem. Doch die Stromerzeugung, die dafür nötig wäre, wird vor allem in der großen Ökonomie Deutschlands eher schmutzig als sauber sein. Das lässt sich auch so formulieren. Für 20% des absehbaren Emissionsanstiegs in der EU allein durch die Stromerzeugung werden 7 Mitgliedstaaten verantwortlich sein und Deutschland wird die Verschmutzerriege anführen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb neuerdings in der Europäischen Union, genauso wie in den USA und in anderen reichen Industrieländern, von einer emissionsreduzierten Nutzung fossiler Brennstoffe die Rede ist. Mit dieser Wortschöpfung der emissionsreduzierten Nutzung soll die Verantwortung für Emissionen weiter klein gerechnet werden, etwa dadurch, also indem man natürlich immer unterstützt von staatlichen Subventionen flüchtiges Methan durch den Einsatz neuer Techniken auffangen und weiterverarbeiten versucht. Oder aber dadurch, dass Kohlenstoff aus Prozess- und Abgasströmen oder von Kraftwerken oder auch aus Industrieanlagen abgeschieden und im Boden oder im Meer gespeichert wird. Mit bislang unabsehbaren ökologischen Folgen, denn mit Lecks und Unfällen beim Transport von CO2 muss immer gerechnet werden. Energiepolitik ist eben keinesfalls identisch mit Klimapolitik, auch wenn uns das seit Jahren eingebläut wird. In der Energiepolitik geht es nicht zuletzt um den Erhalt und wenn möglich den Ausbau ökonomischer Stärke und technologischer Vorherrschaft. Und beides ist aufs Engste mit geopolitischen Zielen und Instrumenten verknüpft, auf die ich jetzt hier nicht im Einzelnen eingehen kann. Doch eine wichtige Dimension der neuen Energiegeopolitik muss erwähnt werden. Die Unterordnung der europäischen Energiepolitik und der US-amerikanischen Interessen hat nicht nur zu einem in ökonomischer Hinsicht kontraproduktiven Verzicht auf russisches Gas geführt, sondern könnte auch dazu führen,
dass die klimapolitischen Intentionen des European Green Deal, so beschränkt wie sie auch waren, sich vollends in schlechte Luft auflösen. Denn zum einen folgt die Europäische Kommission, wie bei nahezu allen geopolitischen Operationen, die in den letzten 2 Jahren von den USA angestoßen und forciert wurden, auch in Sachen Clean Technologies, der energiepolitischen Farce, die die Biden-Administration seit Verabschiedung ihres Inflation Reduction Acts aufführt. Als clean gelten danach nicht nur Kraftstoffe auf biologischer Basis, selbst wenn sie in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen, was in den USA vor allen Dingen der Fall ist, und einen Anreiz zu noch mehr Massentierhaltung darstellen. Als clean werden eben demnächst auch die Produktion von Gas gelten, wenn dieses mit der ökologisch riskanten und wirtschaftlich bislang nicht rentablen Technologie der CO2-Abscheidung und Speicherung einhergeht. Und das ist beschlossene Sache, auch bei den Grünen, auch in ihrem Parteiprogramm. Seit Herbst dieses Jahres wird in der EU, genau wie in den USA, aber natürlich auch die Atomenergie zu einer sauberen und strategischen Technologie gerechnet. Da war natürlich Frankreich Vorprescherland. Aber es ist inzwischen durchgewunken. Und daher bedeutet es, dass beiderseits des Atlantiks auch in Zukunft mit großzügigen staatlichen Subventionen für die Atomenergie zu rechnen ist. In der EU hat der Krieg in der Ukraine und die von den USA seit langem gewünschte Abkopplung von Gaslieferungen aus Russland inzwischen auch dazu geführt, dass aus der Mogelpackung European Green Deal eine böse Farce zu werden droht. Denn Kohle, Gas und Atomenergie erleben seither ein Revival. Und dies verbunden mit der unangenehmen Nebenfolge für viele Mitgliedstaaten, dass Energie nun viel teurer ist als zu Zeiten, da Pipelines Öl und Gas aus Russland brachten. Kohle wird nun in den nächsten 10 Jahren aus Australien, Südafrika und Kolumbien statt aus Russland importiert, also auf wesentlich längeren Wegen und mit entsprechend höheren Transportkosten und mehr transportbedingten Emissionen. Die Atomenergie wird in Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Belgien, sogar in Schweden und in Frankreich sowieso, aber auch in Großbritannien, nun mithilfe staatlicher Subventionen kräftig ausgebaut. Und dies, obwohl ihr nachweislich sowohl die technische wie die wirtschaftliche Grundlage fehlt. Und alle europäischen Staaten weiterhin auf Russland und China als größte Lieferanten von angereichertem Uran, dem wichtigsten Brennstoff für Atomkraftwerke, angewiesen bleiben. Zugleich werden Milliardenbeträge in neue Infrastrukturen für fossile Brennstoffe gesteckt. Zu einem besonders großen Sargnagel für den European Green Deal könnten sich insbesondere die wirtschaftlichen und technologischen Lock-in, also Einschließungseffekte, erweisen, die sich aus dem Ausbau der Vergasungs-, der Transport- und der Rückverflüssigungsinfrastrukturen für LNG in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, ebenso wie im Vereinigten Königreich und in der Türkei ergeben. Heute gehört Deutschland, das vor 2022 keine LNG-Importkapazitäten hatte, zu den EU-Mitgliedstaaten, die so stark in zusätzliche LNG-Infrastruktur investieren, dass in den kommenden Jahren sogar mit großen Überkapazitäten zu rechnen ist. Die LNG-Importe aus den USA haben sich im letzten Jahr verdoppelt. Dieser Trend dürfte anhalten, denn die USA planen, LNG-Kapazitäten entlang ihrer Atlantikküste, die es ihnen ermöglichen werden, statt 1/5, so wie bisher, bald 1/4 des LNG-Marktes zu beherrschen und damit im Gassektor eine genauso unverzichtbare Nation zu werden, wie sie es im Ölsektor bereits sind. EU-Vertreter umwerben aber auch potenzielle Lieferanten für LNG aus Katar, Aserbaidschan und Ägypten, also aus Staaten, die ebenso wenig den westlichen Vorstellungen von liberalen Demokratien entsprechen wie Russland. Zudem drängen sie die Regierung im Senegal, in Nigeria, in Mosambik
wo viele Menschen mit Holz und Kohle kochen müssen, weil sie sich Gas nicht leisten können, neue Gasprojekte für den Export nach Europa zu starten. Und das zum Teil in Naturschutzgebieten. Zukünftig wird die EU beim Run auf Gas aber nicht nur die armen Länder des Südens auskonkurrieren, sodass die wieder Kohle verbrennen müssen, sondern auch mit großen und solventen asiatischen Ländern wie China, Japan und Indien um LNG-Lieferungen auf den volatilen globalen Energiemärkten konkurrieren. Das dürfte dazu führen, dass wir hierzulande über kurz oder lang mit einer Verdopplung oder vielleicht sogar Verdreifachung der Gaspreise rechnen müssen. Zumal es den USA inzwischen gelungen ist, auch einen Teil des nach wie vor nach Europa fließenden LNG-Gases aus Russland mit Sanktionen zu belegen. Als weiteres Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die EU, seitdem Gas keineswegs allein von Russland zu einer Waffe gemacht wurde, fast 50 Infrastrukturprojekte für fossile Brennstoffe ermöglicht und erhebliche Summen für energieintensive Industrien und den Stromsektor mobilisiert hat. Die finanziellen und sozialen Kosten, die durch die Abwanderung europäischer Unternehmen in die USA entstehen können, wo die Gas-Energiepreise ja deutlich niedriger sind, lassen sich gegenwärtig noch gar nicht abschätzen. Noch bedrohlicher für die Energiesicherheit in Europa ist aber, dass die gewachsene Abhängigkeit von US-amerikanischen Interessen den angekündigten massiven Ausbau erneuerbarer Energie in Europa erheblich erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen könnten. Denn der Handelskrieg, den die USA gegen China führen, hat schwerwiegende Auswirkungen auf die sogenannte Energiewende in der EU. Auf der Grundlage ihres Inflation Reduction Act will die Biden-Administration die wirtschaftliche Deindustrialisierung der vergangenen Jahrzehnte beenden und die USA wieder zur herausragenden Produktionsmacht, Zitat, machen. Zugleich aber soll der Aufstieg Chinas zu einer High-Tech-Macht mit allen Mitteln verlangsamt, am besten sogar aufgehalten werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen nicht nur US-Unternehmen, sondern auch Unternehmen aus verbündeten Ländern die Produktion von sogenannten Zukunftstechnologien in die USA verlagern, angezogen durch gewaltige staatliche Subventionen. Gekoppelt werden die auf maximal 10 Jahre terminierten Subventionen an die geopolitische Maxime, chinesische Investoren und chinesische Produkte vom heimischen Markt fernzuhalten und dies entlang der gesamten Wertschöpfungsketten für strategisch bedeutsame Produkte einschließlich aller sogenannten Clean Technologies. Allerdings belief sich der chinesische Anteil bei der Herstellung von Polysilikon, von Wafern, Solarzellen, Solarpanels bereits 2022 auf einen Anteil von 81-94%. Inzwischen werden auch mehr als 80% aller Batterien für Elektrofahrzeuge in China hergestellt. Selbst große Teile der Lieferketten für die Windkraftindustrie und die Modernisierung der Infrastruktur, also insbesondere die Produktion von Kupferkabeln, sind in China konzentriert. Bei einigen der in Batterien und Nischenprodukten notwendig werdenden Materialien ist der Marktanteil von China sogar bei fast 100%. Darüber hinaus werden viele der Metalle, die zur Herstellung von Modulen, Wafern, Zellen und so weiter benötigt werden, von chinesischen Unternehmen also innerhalb oder außerhalb Chinas gewonnen und oder hergestellt. Während sich die meisten EU-Staaten vor circa 10 Jahren aus der Subventionierung der Solarindustrie und später auch aus der Subventionierung der Windkraftindustrie zurückgezogen haben, investierten europäische Unternehmen wie die spanische Gamesa in China, wo seit Mitte der 2000er Jahre mit einer Reihe von großen staatlichen Subventionsprogrammen, aber eben nicht nur auf der nationalen, sondern auch auf der regionalen Ebene, die Transformation der bislang arbeitsintensiven verarbeitenden Industrie zu einer technologieintensiven vorangetrieben wurde. Kein Wunder, dass in den letzten 10 Jahren in China 10-mal mehr neue
Photovoltaik-Lieferkapazitäten entstanden auf der Basis von einer 10-mal größeren Investition in diesen Bereich als in der EU. Und dass 2022 die Investition in Clean Technologies, also Wind, Solar, vor allen Dingen aber Elektromobilität in China, höher waren als die Investitionen in allen neuen Ländern, die nach China in diesen Top-10-Ländern, die besonders in Clean Technology investiert haben. Und es wird erwartet, dass in diesem Jahr und im nächsten Jahr die Investitionen in China in einer ähnlich gigantischen Höhe erfolgen werden. Die Situation in der Windkraftbranche sieht ähnlich aus wie in der Solarbranche, denn in Europa, das gilt zum Teil auch für die USA, ziehen sich vor allem bei den teuren Offshore-Windkraftanlagen immer mehr große Hersteller wegen steigender Material- und Kreditkosten, aber auch wegen des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften und wegen fehlender Stromnetze zu den Verbraucherregionen, die in der Regel nicht am Meer liegen, vom Markt zurück. Eine These: Während chinesische Anbieter im Bieterwettbewerb der EU zugelassen, könnten sie vermutlich heute schon Anlagen installieren, die bis zu 50% weniger kosten. So jedenfalls eine Vermutung der Financial Times. Wie immer der Wirtschaftskrieg gegen China auch weitergehen wird, es ist gänzlich unwahrscheinlich, dass sich die Mitgliedstaaten der EU in den nächsten Jahren mit Batteriezellen, Solarmodulen, Windkraftanlagen selbst versorgen können. Daher ist es wenig plausibel, die Billigangebote made in China zu meiden bzw. deren Importe mit Handelssanktionen zu belegen. Nächstes Zwischenfazit: Die European Green Deal Agenda wird sich vollständig in Wunschdenken auflösen, wenn die Zwänge wachsen, sie ohne die billigen Komponenten aus China oder im chinesischen Besitz befindliche Unternehmen in Vietnam und Malaysia, was auch selber rauskommt, zu realisieren. Es fehlt die Zeit, hier auf die geopolitischen Folgen einzugehen, die sich aus einem anderen Aspekt ergeben, nämlich dem verschärften Wettlauf um kritische Mineralien, die für alle Arten von sauberen oder grünen Technologien benötigt werden, aber ebenso für die Digitalisierung von allen gesellschaftlichen Bereichen und insbesondere von Technologien, die einen Dual-Use-Charakter haben, das heißt, sich sowohl für zivile wie militärische Zwecke einsetzen lassen. Daher muss hier, weil ich darauf nicht ausführlich eingehen kann, ein knapper Hinweis oder zwei Zahlen reichen, um die Dimension dieses Ressourcenproblems zu skizzieren. Nach Daten der Weltbank, aber auch der DERA, also der Deutschen Energieagentur, wird die Nachfrage nach Graphit, nach Lithium und Kobalt im Zeitraum 2018 bis 2050 um ca. 450% steigen. Bei Grundstoffen wie Aluminium, Kupfer, Eisen, Zink und Nickel dürfte der prozentuale Anstieg weniger dramatisch ausfallen, aber in absoluten Zahlen ist der prognostizierte Bedarf einfach nur gewaltig zu nennen. Je nachdem, wie umfangreich unsere Energiewende denn ausfallen wird, könnte allein die Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen, die 2020 bei ca. 40 bis 50 Tonnen im Jahr lag, auf 1,8 bis 3,5 Milliarden Tonnen im Jahre 2050 steigen, wenn ihr euch das mal vor Augen führt. Dabei ist der Materialbedarf für die erforderlichen Infrastrukturen, zum Beispiel die Stromnetze oder die Gehäuse von Elektroautos, überhaupt noch nicht einberechnet worden. Nun, das ist mein letzter Punkt. Der Abbau und die Verarbeitung von Mineralien ist in der Regel ein äußerst schmutziges Geschäft. Zudem mit einem sehr hohen Energiebedarf verbunden und auch mit großer Emissionsintensität. Daher haben sich europäische und US-amerikanische Unternehmen in den letzten Jahren aus diesen Geschäften zurückgezogen. Chinesische Unternehmen haben das dreckige Geschäft übernommen und das war gut für die Klimabilanz der EU, weil die fielen ja die CO2 und anderen Emissionen, Methanemissionen, die fielen ja in China an. Ebenso wie für die Profite europäischer Unternehmen, die sich auf die
letzten Teile der höheren Wertschöpfung konzentrieren konnten. Doch heute erweist es sich als ein großer Vorteil, dass China viele der Rohstoffe, die für die Elektrifizierung und Digitalisierung wirtschaftlicher und militärischer Aktivitäten benötigt werden, im eigenen Lande gewinnt oder mit dem Ziel importiert, diese Zuvorprodukte für den späteren Einsatz in industriellen Prozessen zu verarbeiten, und zwar in zunehmendem Maße in Prozessen, die auf Technologien zielen, die unter Clean zu subsumieren sind. Damit aber gerät die Ordnung der bisherigen globalen Arbeitsteilung vollkommen aus den Fugen. Denn auf die höherwertige Endproduktion, Endprodukte, hatten sich ja lange Zeit, wie gesagt, europäische und US-amerikanische Unternehmen konzentriert. Und der European Green Deal, daran will ich nochmal erinnern, war ja ursprünglich geplant als ein Instrument, um Technologieführerschaft im Bereich der erneuerbaren Technologien etablieren zu können. Heute aber lautet der Schlachtruf, den wir in Europa hören, zurück zum dreckigen Bergbau, also zu den Anfängen der Industrialisierung, also grabe bei dir zu Hause, weil das ist billiger als von chinesischen Importen abhängig zu sein, und zurück zum imperialistischen Kampf um Rohstoffe. Das wird als grüner Extraktivismus bezeichnet und ruft in Ländern, in denen diese Variante des andauernden Kriegs gegen den Planeten Auftrieb erhält, zu Recht massive Proteste der lokalen Bevölkerung hervor. Egal, ob das Bolivien ist, ob das der Norden im Norden Portugals ist, in Finnland oder in Serbien, wo diese Bergbauprojekte angestoßen werden. Mein Ausblick lautet also wie folgt. Billige Energie war und ist zugleich die entscheidende Voraussetzung für die Produktion von billigen Nahrungsmitteln. Sie wird für Maschinen, Dünger und Pestizide, für den Transport und die Lagerung von Nahrungsmitteln und zunehmend auch für die künstliche Bewässerung von Anbauflächen benötigt. Doch energetische wie nicht energetische und damit auch landwirtschaftliche Rohstoffe werden nie wieder so billig verfügbar sein wie in den vergangenen Jahrzehnten. Auch wenn die Mächtigen dieser Welt alles daran setzen, ihre Interessen weiter zu verfolgen, egal mit welchen Folgen für die Zukunft der Menschen und für die nichtmenschliche Natur, an einem vermögen sie schlichtweg nichts zu ändern. Wir erleben derzeit Peak Production von fast allem, wovon moderne kapitalistische Industriegesellschaften abhängen, wie Drogensüchtige von ihrem Stoff. Peaks bei billigen fossilen Brennstoffen, Peaks bei billigen Mineralien, Peaks bei billigem Land, Peaks bei billigem Wasser und deswegen Peaks bei billigen Nahrungsmitteln. Mit der Peak Production, nach der es notwendigerweise abwärts geht, wie nach jedem Peak, wird auch Peak Capitalism mit all seinen sozialen Verwerfungen, politischen Konflikten und gewaltsamen Auseinandersetzungen für immer mehr Menschen zu einer Gegenwartserfahrung werden. Hoffen wir, dass das passiert, bevor der Planet in seinem Ökosystem kollabiert. Der European Green Deal wird diese säkulare Krise, die zu einer Systemkrise werden könnte, jedenfalls nicht entschärfen. Das war's von meiner Seite.